Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal, und zwar dem Busdriver-Simulator. Ein großes Dankeschön geht hier an Kischmisch Games, die uns das Ganze bereits jetzt schon zur Verfügung gestellt haben, denn wir spielen nämlich jetzt hier die aktuelle Nintendo Switch-Version, die jetzt am 13.11.2020 erscheint im eShop. Digital, ja, also ihr könnt das nur digital kaufen. Für den PC gab es das bereits schon 2019, und die PlayStation 4 und Xbox One Fassung sind bereits jetzt am 3.11.2020 erschienen. Also solltet ihr auf der Suche nach einem neuen Bus-Simulator sein, dann guckt mal bei euch im Shop vorbei. Vielleicht ist er ja da bei euch schon gelistet drin. Wir wollen uns das Ganze heute mal hier so ein bisschen angucken und vielleicht in den nächsten Folgen. Aktuell steht hier drin, dass hier alle DLCs drin sind, die es in der PC-Version gibt. Ja, also man konnte halt auf dem PC immer weitere DLCs kaufen, so verschiedene Busse und sowas. Die sind hier alle mit da drin. Es gibt zwei Städte, einmal Köln und einmal Serpukhov ist hier mit drin. Wir haben hier verschiedene Bus-, so Straßen-Events, Bus-Upgrades sind hier mit drin, verschiedenes Wetter ist dabei und ja, realistische Busmodelle, von denen wollen wir uns natürlich jetzt gleich mal selbst dann überzeugen. Und sonst, ja, wie gesagt, am 13. ist es denn für die Nintendo Switch da. Und wir starten mal rein, wir gucken uns das Ganze an. Tutorial, Karriere, Szenario haben wir hier aktuell, und wir gehen aber in die Karriere, würde ich sagen. Hier gehen wir nochmal so ein bisschen einen kleinen, ja, was wir machen müssen, wie die Karriere halt aufgebaut ist, dass wir hier erstmal einen Bus kaufen müssen, dass wir den Bus tanken müssen und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn ihr das alles nicht machen wollt, dann könnt ihr hier in den Szenarios natürlich weiterspielen. So, aber wir starten die Karriere und ich würde sagen, wir bleiben natürlich in Deutschland. Bus Driver Simulator. Schön in Köln. Und dann gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Wir reden natürlich von der Nintendo Switch. Das darf man nicht vergessen. Die Nintendo Switch ist ein Handheld, ja, was man unterwegs mitnehmen kann. Sie ist also dementsprechend nicht so leistungsstark wie eine PlayStation 4 oder eine Xbox One oder jetzt gar eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X. Ja, da muss man natürlich immer so ein paar Abstriche machen. Deswegen, wir sehen hier zum Beispiel schon relativ wenig Schatten. Ja. Also das ist halt die Nintendo Switch ein bisschen geschuldet. Ich habe das Spiel selbst auf dem PC und da sieht das schon recht ordentlich aus. Zumal man das auf dem PC auch mit Virtual Reality spielen kann. Und das ist schon so ein kleines Highlight, wenn man natürlich jetzt eine VR-Brille hat, ne? Sonst macht es natürlich wenig Sinn. So, wir können uns jetzt hier natürlich einen Bus kaufen. Mehr ist jetzt aktuell gar nicht möglich. Wir können hier die Uhrzeit noch so ein bisschen vorstellen, aber das ist jetzt für uns jetzt nicht von Belang. Dementsprechend, wie gesagt, kaufen wir uns jetzt erstmal den ersten Bus. Drücke A. Achso, so. Hier haben wir schon verschiedenste Busmodelle. Ja, wir haben hier einen O530 drin. Doch, den hätte ich gern. Oh, die kann ich mir leider nicht kaufen. Och, weißt du. So, dann haben wir hier, MAN ist hier mit dabei. Ist ja nichts Neues, dass MAN dabei ist. MAN ist eigentlich über dabei. So, hier haben wir nochmal den O530 mit diesen drei Achsen. 15 ja, Meter. Hier haben wir dann schon so eine, ja, das ist dann schon so ein, sieht aus wie so ein Icarus oder sowas. Wir, ja, haben, aber, wir haben hier aber auch so einen kleinen Mercedes Sprinter dabei. Ne? Und ja, das ist schon ein sehr altes Modell hier. Also ich glaube, die würden heute nicht mehr zugelassen werden. Die haben zumindest schon mal ein H-Kennzeichen dran. Ja, und sonst, was ist das hier? Das sieht aus wie ein Neoplan. Das ist, ja, das ist Neoplan, ne? Neoplan. Neoplan ist dabei, okay. Könnte auch Irisbus sein. Hm. Könnte, ja. Also meine innere Stimme sagt, es könnte auch ein Irisbus sein. So, schauen wir mal nach. Was ist hier oben? Also den könnten wir uns jetzt kaufen. Das ist jetzt natürlich ein sehr kleiner Bus. Da wüsste ich jetzt auch nicht, was das jetzt für ein Fabrikat ist. Den kriegen wir auch schon gar nicht mehr. Mit so einem Teppich hier vorne drin. Heiß. Blockadenteppich. So, okay, dann kaufen wir, würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt erstmal diesen hier. Und dann, ja, jetzt können wir hier zum Beispiel Teile kaufen. Wir können hier frei rumfahren. Wir können uns hier eine Route zusammenbasteln oder aber erstmal eine Route aussuchen. Da hätten wir jetzt hier Krankenhaus nach Moltke Straße, Krankenhaus, Krankenhaus Schmalbeinstraße, Krankenhaus, Krankenhaushotel, Hans-Sachs-Straße. Okay.
So, ich würde einfach mal sagen, wir starten erstmal. Weil wir können jetzt ja eh nichts machen, wir brauchen erstmal ein bisschen Knete. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal die erste Tour hier an. So, Select Route. Moltke Straße klingt auch sehr spannend. Ich würde die gerne fahren und dann lass mich fahren. So, Select Route, ja. Achso, hier. Wir müssen R gedrückt halten. Achso, okay, jetzt haben wir hier nochmal die Busstops. Ja, Wieso, Fakultät, Ruhnstraße, Aachener Weiher, Dürerstraße. Ich weiß leider nicht, ob das echte Köln ist. Ja, also wenn jemand in Köln wohnt, der kann dann gerne mal in die Kommentare posten, ob es halt real ist oder nicht. Ja, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, so sieht das Ganze aus. A, use, B, close. Und hier können wir, hier können wir das Ganze hin und her schalten. Also Motor schon mal an. Ich merke die Vibration. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. So, jetzt können wir hier die Scheibenwischer noch anmachen. Ne, oder auch ausmachen. Oh, jetzt habe ich alles ausgemacht. Heieiei. Na, ob das jetzt was wird. So, und dann wollen wir mal jetzt hier erstmal 5 fahren. Und sagt mir das mal. Ui, ist das eine Steuerung. Heieiei. Bleib stehen. So. Okay. Trunkener Busfahrer. Okay. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken, wie ich jetzt hier wieder reinkomme. Achso, wir können sogar als Fahrgast mitfahren. Jetzt können wir hier zum Beispiel die Türen. Halt doch mal an. Die Türen öffnen. Jetzt steigen sie alle ein. So, jetzt kriegen wir hier vorne, seht ihr, ne, bekommen wir jetzt immer so ein bisschen Geld. So, jetzt können wir das schließen und das schließen. So, Tür geht zu. Und das können wir closen. So, jetzt müssen wir gerade so drucken. So geht das, alles klar. Ich verstehe. So, das ist immer weiter rückwärts. Ja. So, hier. Okay, können wir hier Licht anmachen. So, Licht an. Warndreieck brauchen wir nicht. Gerade mal so ein paar, mal die Tasten mal so kurz. Wir haben eh noch von 8.05 Uhr bis 8.08 Uhr im Krankenhaus. Da haben wir noch genug Zeit. Das ist das. Und hier haben wir. Okay, hier ist die Antwort. Alles klar. Gut, dann los geht's. Würde ich sagen. Blinker ist leider nicht animiert hier im Bus. Das ist natürlich ein bisschen schade. Warum? Jetzt sind wir über Rot gefahren. Du bist zu früh losgefahren. Und zu früh sind wir auch noch losgefahren, ja. Mann, jetzt geht's gleich wieder in die roten Zahlen hier. So. Also Geschwindigkeitsfehler kommt schon mal ganz gut auf. Ja, man merkt den Geschwindigkeitsrausch. Natürlich nicht schnell fahren hier auch, ne? Und wir haben unten rechts zum Beispiel eine kleine Minikarte, die uns anzeigt, wo wir hinfahren müssen. Also wie gesagt, Verkehrsregeln sollten nicht eingehalten werden, nicht rot fahren. Besten natürlich auch nicht zu früh losfahren, zu spät losfahren, ne? Das ist natürlich alles Geld, was ihr verliert. Also, sieht ehrlich gesagt nicht nach Köln aus, so leer wie das ist. So, das Köln sein soll. Und der Bus sieht aus wie von Indien. Der kommt aber extrem schwerfällig hier in die Gänge. Das ist Köln? Hallo, ja, Köln, wo seid ihr? Auf jeden Fall eine sehr grüne Fläche hier aus Köln. Ja. So 8.11 Uhr sollen wir erst hier sein? Mach Bio das, was am besten kann. Pause. Pause, das würde ich auch sagen. So. Dann lassen wir zum Beispiel schon mal einsteigen hier. So. Jetzt gehen wir hier ein bisschen Zaster hier rein. Zaster! 8.11 Uhr. Ja, hier sieht man natürlich, ne, also die Schwächen der Nintendo Switch, ne, wenn man hier mal so ein bisschen guckt, so, ne, die Häuser, die verschwinden einfach da im Hintergrund. Ja, das ist, als ob du so eine Art Sichtkegel hast, wo das Ganze dann echt verschwimmt, ne. Sonst muss man wirklich sagen, es sieht halt wirklich mega leer aus.
Also das ist jetzt, wenn man sich das Ganze mal so betrachtet, relativ wenig Bäume und das ist alles irgendwo, ja, das ist jetzt, also nicht so detailreich wie manch andere Spiele. Aber man, ich kann jetzt natürlich jetzt nur den Vergleich ziehen zwischen der PC und der Nintendo Switch Version, ja, weil ich mir jetzt die anderen Konsolen zum Beispiel jetzt nicht angeguckt habe. Kann ich dazu jetzt natürlich jetzt nicht sagen, wie es da jetzt ausschaut, dass es da jetzt auch so leer ist. Und ich bin auch ehrlich, ja, ich habe zuletzt die PC-Version gespielt, da gab es Köln noch gar nicht die Karte. Mhm. Das ist natürlich dementsprechend auch schon eine Weile. Aber sonst sehr niedrig aufgelöst. Ich würde fast behaupten, dass wir hier nicht mal eine Auflösung von 720p haben. Es ist Anti-Aliasing, fehlt hier auch halt komplett. Man sieht es halt an den Kanten von dem Bus halt, ne, dass das Ganze dann schon ein bisschen sehr schleift. Aber die Performance an sich, ja, wenn man jetzt hier das Ganze mal so guckt, läuft hier alles, wirklich alles ruckelfrei. Also wenn ich mich jetzt hier so um den Bus bewege, hier ruckelt nichts, zittert nichts. Ne? Und das ist natürlich dann immer so das, was, ja, wo man dann halt merkt, dass eine Konsole langsam mal am Ende ankommt. Ja? Gerade bei Simulationsspielen muss man immer sagen, die sind immer performancelastiger als manch andere Spiele halt. Na gut, wenn nichts da ist, dann kann es auch nichts Performance ziehen. Ich würde ja liebend gern losfahren, Leute, um euch noch mehr zu zeigen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hier die Zeit vorspulen könnte. Hier können wir jetzt auch nichts machen. Was passiert, wenn ich hier aufdrücke? Achso, hier haben wir die Karte. Oh. Okay. Da haben wir dann zum Beispiel die nächste Haltestelle. Also das ist zum Beispiel der Ausmaß jetzt von Köln hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur von der Linie jetzt gebunden ist, dass das jetzt angezoomt ist. Ah ne, das ist halt wirklich alles. Das ist Köln. Okay, das ist schon ein relativ kleiner Ausschnitt, den wir hier haben. Das ist halt schon ein bisschen klein. Aber man muss auch mal dazu sagen, irgendwann macht man immer mal den Anfang. Ja? Wenn jetzt so zum Beispiel der jetzt gut ankommt, ne, dann kann man das Ganze natürlich dann auch mal weiter updaten, immer weiter voranbringen. Ne, ich bin ja da mal ein sehr, sehr großer Optimist in vielen Dingen. Ja, da sagt man dann immer so. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ne? Kann man jetzt vielleicht ein Stück für Stück das Ganze dann eventuell noch erweitern. Auf jeden Fall weiß ich, dass die andere Karte, die Perkurov oder wie sie heißt, die ist deutlich größer. Die ist also jetzt nicht so klein. Derbukov. Was auch interessant ist, ist, dass wir hier scheinbar mitten auf einen. Die Haltestelle ist mitten auf dem Gehweg. Also auf so einen Übergang. Hier müsste eigentlich eine Ampel stehen, meiner Meinung nach. Kennt man jetzt so an sich jetzt eigentlich nicht. Oder irgendein Schild, ne? Ja. Die Fahrzeuge hier im Hintergrund, ne? Aber mal hin, ja, wir hatten ja zuletzt ja den, keine Ahnung, den City Bus Driver Simulator, ne, wo wir hier immer so bestimmte Etappen immer abfahren mussten. War schon nicht schlecht, aber es hat halt, ja, mit der Simulation so an sich jetzt nicht wirklich groß was zu tun gehabt. Ne. Da spielst du halt wie so auf dem Mobile halt deine Spiele da ab, ne, und dann deine Fahrten ab, und dann war es das halt gewesen. Und hier hast du jetzt halt wirklich mal, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Open World, ja, dass du da jetzt hier zum Beispiel durch deine Firma jetzt mehr Geld generierst, die neue Busse kaufen musst und dann praktisch dann da auf Tour bist. Hast zumindest eine Langzeitmotivation, ja, um diese Busse dann auch freizuschalten dann halt. So, jetzt können wir die Türen schließen. Geht die zu? Nö. Hallo? Geht zu. Du auch zu. So. Handbremse lösen und Abmarsch. Handbremse lösen, Abmarsch. So. Jetzt waren wir da, sind wir da pünktlich abgefahren, oder? Genau, jetzt kommt die Ruhenstraße. Wir haben keine Minuspunkte zumindest bekommen, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, hier sehen wir so typisch Deutschland. Typisch Deutschland. Ich habe keine Karte. Wo ist meine Karte? Oh. Wo ist meine Karte? Also das sieht eher aus wie Berlin, Berliner Ecke mit der Mauer. Also, ich habe jetzt hier richtig bin. Das ist von Köln nach Berlin gefahren. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade meine Karte jetzt irgendwo.
hingepackt? Ah, da. Okay. Okay, wir müssen geradeaus weiter. Gut, in der Straße hätten wir sowieso nicht einfahren können. Da ist zu. Wäre Sackgasse. Also nicht Sackgasse, aber gesperrt für mich. Was auch ein bisschen interessant ist, warum der Spiegel hier so milchig hier ist. Hier ist so ein bisschen milchweiß. So, jetzt kommen wir bestimmt noch zu spät an. Die Bremsen sind extrem stark hier. Anfahren, Schwachbremsen, schlagen. So, Handbremse rein. Verstehen bleiben. Oh, wir hätten sowieso jetzt hier muss, oder? Nee, ich glaube, wir stehen hier richtig. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Blinker hier im Bus nicht angezeigt wird. Das ist natürlich mega schade. Und, boah. Sind doch originale Ansagen mitgeliefert? Nee, originale Ansagen werden nicht mitgeliefert. So, machen wir mal die Tür auf. Alles einsteigen, aussteigen bitte. Und hier vorne kriegen wir wieder die Kasse. Ding, 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 ding. So, zu. Los. Handbremse raus, Blinker raus und abfahren. Moltkestraße 48. Boah, der ist total schwerfällig, der Bus. Uiuiui. So, also ich hoffe nicht, dass das jetzt hier der Kölner Dom ist, weil das wäre dann schon ein bisschen. So. Ach Gott, jetzt genau. Ah, das liebe ich immer, ja? Du fährst an der Ampel ran und es wird grün. Aber erst muss es stehen bleiben. Gerade zum Stehen gekommen, weißt du, dann wird es grün. Und du fährst jetzt hier nicht, oder was? Sehr nett, dass du. Also, die KI ist schon mal schlauer als bei OMSI. So, Blinker setzen, rechts rum und dann. Ui, so. Jetzt einsteigen gehen. Und wieder gehen. Gib mir Geld. Ah, ach so, unser Bus ist voll. Die anderen rennen im Bikini rum, auch sehr. Unser Bus ist voll. Gebt uns OMSI. Ja. Jetzt war doch mit einem größeren Fahrzeug. Ne, einen größeren konnte ich mir ja nicht kaufen, weil ich zu wenig Geld hatte. Ach so. Der Bus ist voll. Der Bus ist voll. Uiuiui. Oh, doch, fast mal über die Gleise von der VKB. Müssen wir nach links hier? Wir müssen nach links, alles klar. So, genau, Straßenbahngleise der KVB. Das ist eine breite Straße hier. Hallo? Dann heißt es auch noch Schmalbeinstraße. Die größte Straße hier scheinbar und dann heißt es Schmalbeinstraße. So. Wie praktisch. Ob man hier auch Stadtbahn sieht, das wäre natürlich interessant zu wissen. So, als Einsteigen, aussteigen. Wieder hintermachen, wir haben keine Zeit. Zurückbleiben bitte. So, und schließen und Blinker, Handbremse lösen und Abmarsch. Ah, wir liegen gut in der Zeit, aber. Ob jetzt die Karlsruhe, die Kölner Stadtbahn vorbei sind. So, der Tank, hier fehlt ein bisschen was vom Gebäude. Nee. Ein bisschen, ja. Oh, jetzt sind wir noch zu schnell. Natürlich auch nicht. Das wäre jetzt hier zu schnell fahren. Es wäre jetzt auf jeden Fall mega interessant zu sehen, wie jetzt die Konsole, also die PlayStation 4-Fassung aussieht.
Vielleicht schaffe ich es mal und kann euch mal mein Video aufnehmen von der PC-Version, falls euch das interessiert, wie die Version aussieht. Dann kann ich ja mal gucken, dass ich da die PC-Version nochmal installiere. Bei der Konsolenversion, da muss ich mal gucken, ich habe auch gar nicht geguckt, was das Ganze kostet überhaupt auf den Konsolen. Das müsste man mal nicht mal schlau machen. So, close, 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 Handbremse raus und weiter. Wir müssen jetzt hier. Das Problem ist ja, jetzt habe ich einmal links geblinkt und einmal rechts geblinkt. Ja, blinke ich jetzt oder blinke ich nicht? Das sehe ich hier nicht. Weil der Blinker hier innen drin keine Bedeutung hat. Ich muss jetzt hier links, alles klar. Ist das meine Ampel? Was ist denn das da? Ach nee, das ist der Fußgängerampel. Okay. Ah, wir müssen uns so eine Art drehen. Okay. Handbremse rein. Ja, also das ist zumindest das Spielprinzip von dem Bus-Driver-Simulator. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt nur zwei Haltestellen. Ja, natürlich, grafische Umsetzung ist, ja, ich sag's jetzt, wie es ist, ist jetzt halt nicht der Knaller. Das erinnert mich teilweise schon so an Spielen, die vor vielen, vielen Jahren mal rausgekommen sind, die ersten Bus-Simulatoren. Was jetzt aber auch persönlich jetzt nicht schlimm ist, weil wie gesagt, wir reden halt von einer Konsole, die halt wirklich viel unterwegs gespielt ist. Also man müsste jetzt gucken, wie sieht es jetzt zum Beispiel im Handheld-Modus aus? Wir spielen es ja aktuell jetzt in der Docked-Version, also am Fernseher. Wir das Ganze dann dementsprechend natürlich auch aufnehmen können. Und müsste man halt gucken, weil das Bild ist ja an sich deutlich kleiner auf der Switch, als wie jetzt hier auf dem Fernseher. So wird das Ganze extrem hochgestreckt, aber an sich, die Karte ist trotzdem viel zu leer. Also wenn Köln so leer wäre, ich glaube, das, ja, Köln ist eine dicht bebaute Stadt in der Realität. Und das ist hier natürlich, seitdem du bist in irgendeinem Vorort oder sowas, aber das sah mir da schon aus wie der Kölner Dom da vorhin. Also ist das hier doch deutlich, deutlich zu leer hier auf der Karte. Wie gesagt, Anti-Aliasing fehlt ja komplett, ne? Die Sichtweite ist relativ gering. Ne, guck mal, wir können ja nicht mal wirklich bis da hinten gucken. Also wenn man halt vorher, was ist das hier? Vice City. Ah ja. Wenn man vorher schon die PC-Version gespielt hat, dann ja, man merkt halt dann dementsprechend die Unterschiede. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, keinen leistungsstarken PC hast, dann könnte man das tatsächlich in Betracht ziehen, das Ganze vielleicht mal so für unterwegs zu spielen. Wenn man aber eine Konsole zu Hause hat und vielleicht noch nicht den Bus-Simulator gespielt hat, dann würde ich da sagen, guck da mal rein. So an sich läuft's, es funktioniert, es ruckelt nicht. Ja, das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Beim Bus-Simulator hat es ja manchmal extrem lange Ladezeiten und alles was. Aber ich glaube, dadurch, dass das halt auch nicht das wirkliche Köln ist und die Karte halt schon relativ klein wirkt, muss man gucken, wohin die Reise geht auf jeden Fall. Aber für ein Indie-Studio ist es eigentlich schon, ja, die einzige richtige Simulator, zum Beispiel für die Nintendo Switch, wenn ihr Bus fahren wollt. So, wir müssen jetzt zum Krankenhaus noch und dann blinkt er wieder aus. Du siehst es halt nicht, ja, das ist extrem schade. Hier zum Beispiel, ne, noch Gras liegt hier rum. Aber wie gesagt, das kann man ja alles dann noch fixen. Zumal das Spiel, wie gesagt, ist ja jetzt aktuell noch so gar nicht draußen. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Das erscheint ja erst in ein paar Tagen. Und vielleicht gibt es ja da nochmal ein Day One Patch. So, somit sind wir an der Endhaltestelle angekommen. Lassen jetzt die Fahrgäste hier noch aussteigen. Und dann haben wir unsere erste Tour abgeschlossen hier im Bus-Driver-Simulator. Wir haben insgesamt 1770 Geld bekommen. Money. Wie können wir das Ganze jetzt beenden? Indem wir jetzt, oh, das war jetzt der falsche Knopf. Ich werde das nie lernen. Continue. Ah ja, okay. Wie geht das jetzt?
So, Tür zu, Tür zu. Und was haben wir jetzt hier? Das Abschleppen hier, oder? Call? Nö. Was ist das hier? Da kannst du Musik an- und ausmachen oder sowas, ne? Sonst ist hier auch nichts. Hier hast du die Türen, klar, und hier hast du Licht. Ja, aber du kannst jetzt die Tür jetzt, warte mal, müssen wir da hinfahren? Das würde vielleicht noch Sinn machen. Und die Tür jetzt, weil ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt einfach rausgehe, was da passiert. Ja, zählt er dann nachher unser Geld nicht oder sowas? Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. Somit sind wir jetzt auch drin jetzt hier angekommen. Unser Geld wurde jetzt praktisch gezählt. Ihr seht es da oben, ne? Hier haben wir jetzt, wie gesagt, noch die Spare Ribs. Keine Ahnung, nein, nicht die Spare Ribs. Die Spare Parts. Die können wir zum Beispiel jetzt noch irgendwelche Vorhänge kaufen für den Bus. Wir können hier die Türen zum Beispiel nochmal verbessern. Und wir können den Bus natürlich hier noch neu lackieren. Ja, wir sehen zum Beispiel oben auch noch unser Benzinstand, 85,7 von 105 Liter, sind jetzt aktuell noch drin. Also das könnt ihr jetzt hier auch noch machen. Wie gesagt, ihr freifahren, Select Route oder Custom Routes, könnt ihr jetzt hier zum Beispiel euch eine eigene Linie jetzt hier erstellen noch. Und ja, das ist also der Bus Driver Simulator auf der Nintendo Switch. Spielt sich wahrscheinlich auf der PlayStation 4 und der Xbox One genauso, bloß dass es wahrscheinlich technisch einen großen Unterschied macht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, was ihr auf jeden Fall davon haltet. Nutzt gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten mal unten mit rein. Und wenn ihr natürlich noch den einen oder anderen Part sehen wollt, dann könnt ihr da auch gerne was reinschreiben. Lasst ein Like da für das Video auf jeden Fall, damit ich weiß, dass da noch Interesse da ist. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht hier uns mal vielleicht noch den O530 hier mal irgendwie zulegen. Den will ich haben unbedingt. Ich liebe O530. Aber das in einer anderen Folge. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass du dabei warst, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.